Auch von mir ein herzliches Dankeschön für die nette Einladung. Natürlich bin ich dieser gerne gefolgt und trage eben heute hier, wie soll man sagen, auf der einen Seite die Meinung, auf der anderen Seite auch die Überlegungen der TU München, speziell des Hochschulpräsidiums vor. Ich bin geschäftsführender Vizepräsident, wurde ja gerade eingeführt und Chief Information Officer und habe als ein Teilprojekt, sage ich mal, neben, sage ich mal, der Gesamtstrategie der Digitalisierung der Hochschule, also wir haben die Vision, die digitale Hochschulung, eben auch den Themenkomplex der Massive Open Online Courses im Zusammenspiel, aber natürlich im gesamten Hochschulpräsidium, auch mit unserer Vizepräsidentin für Studium und Lehre und Vizepräsidenten für Diversity und Talent Management. Sie haben ja heute schon einige Einblicke, sage ich mal, gehört. Ich versuche jetzt mal auch eine ein bisschen andere Seite nochmal darzustellen. Was ist überhaupt ein MOOC? Die Definitionen gehen weit auseinander. Wir hatten gerade vorhin in den Beiträgen B-MOOCs, C-MOOCs, X-MOOCs und so weiter. Die werden momentan, sage ich mal, wie Sand am Meer verteilt. Auch der Herr Träger hat dann den P-MOOC noch ein bisschen eingeführt vor einigen Monaten. Im Endeffekt, was ist die Quintessenz dahinter? Und ganz kurz vielleicht noch zum C-MOOC, da hatte ich letztes Mal netterweise gehört, ob es denn ein Corporate MOOC wäre, und das ist nicht der Fall, eigentlich ist der konnektivistische Ansatz da gemeint, aber im Endeffekt, um was geht es konkret? Normalerweise kostenlose Angebote, frei zugänglich, das heißt, ich habe eigentlich keine Voraussetzungen zur Teilnahme, also jetzt nicht, dass ich schon ein Abitur zum Beispiel benötige oder einen Bachelorabschluss und so weiter, sondern ich kann mich da einfach anmelden für viele parallele Teilnehmer und Teilnehmer. Parallel ist praktisch der digitale Begriff, sage ich mal, also ich kann mich dann selbstbestimmt dort anmelden. Einige der Anbieter von diesen Plattformen, die es momentan gibt, haben feste Kurz-Startzeiten, Endzeiten, andere haben dieses nicht. Da gibt es auch noch kein, sagen wir mal, Good Practice, Best Practice, das macht jeder ein bisschen anders, wo man selber praktisch auch überlegen müsste, was passt dann wiederum zur eigenen Hochschule oder auch zum eigenen Dozierenden. Im Endeffekt, das Neue an diesen Plattformen ist eigentlich, es ist gar nichts Neues, sie verbinden einfach Web 2.0 Ansätze, das heißt, das haben wir die letzten 5 Jahre kommen und gehen sehen. Einige von Ihnen, die vielleicht schon länger im Bereich E-Learning aktiv sind, wie bei mir, ich war praktisch 2005, habe ich wissenschaftlich Mitarbeiter TU München begonnen im Bereich E-Learning, da hat man gerade das BMBF-Projekt Neue Medien in der Bildung mitgewonnen und praktisch eine E-Learning-Plattform aufgebaut, und an sich machen wir nichts anderes. Wir machen es nur anders, weil wir uns über die Sprache Gedanken machen, wir machen uns über die Zielgruppe jetzt Gedanken und wir haben eine wesentlich größere Masse und Menge, die wir ansprechen können. Und natürlich einige Gimmicks sind jetzt dazugekommen, die früher einfach technisch noch nicht möglich waren. Auf der einen Seite natürlich, dass die Teilnehmer und Teilnehmer durch meistens Breitbandverfügbarkeit und auch am Handy, Smartphone oder Tablet eigentlich überall wirklich physikalisch oder physisch daran teilnehmen können. Und auf der anderen Seite eben, dass sie jetzt neue Elemente, zeige ich nachher kurz ein Beispiel, mit einbauen können. Aus technischer Sicht sind wir gerade mit diesen MOOC-Plattformen, wenn wir es jetzt einfach mal so allgemein nennen, aus meiner Sicht da, wo wir 1995 mit Alta Vista waren. Der eine oder die andere erinnern sich vielleicht noch an diese ersten Suchmaschinen, die wurden dann abgelöst von Webkatalogen und dann von einer sehr großen Suchmaschine, die in Deutschland sehr erfolgreich ist. In anderen Ländern gibt es ja durchaus auch breitere Verteilungen, und im Endeffekt sind wir hier gerade mit diesen Plattformen, sei es Coursera, sei es edX, sei es Adversity und so weiter, die da gerade alle in die Runde machen. Angesprochen vorher wurden ja auch schon die neuen, sage ich mal, Herangehensweisen. Auf der einen Seite eben sowas wie die Open Badges, dass ich wirklich überlege, Präsident Jeckel hat es erwähnt gehabt, einfach ich belege mal irgendeinen Kurs und schaue danach, was ich eigentlich damit anfangen kann. Komplett neues Konzept ist die Frage, passt überhaupt in die deutsche Hochschullandschaft, aber in den USA wird es einfach schon mal gelebt. Die haben ja auch teilweise die breitere aufgestellten Masterausbildungen, das heißt, dort kann ich wirklich verschiedene Kursbereiche belegen und habe dann eben einen Bachelor of Science zum Beispiel, und bei uns ist es ja eher sehr fachspezifisch, dass ich meinetwegen einen Bachelor in Informatik oder einen Bachelor in Mathematik oder in anderen Fächer eben belege. Ein anderes sagen wir mal, Element, was sehr ausprobiert wird, ist das sogenannte Peer Grading, das heißt, ich versuche möglichst die Community, die daran teilnimmt, an Bewertung einzelner Teilnehmer praktisch mit heranzuziehen. Kann man denken, was man möchte, es gibt verschiedene gute und schlechte Exemplare dazu, es ist einfach nur so ein Verfahren, ich möchte das gar nicht bewerten, was momentan einfach mit eingeführt und erprobt wird, muss man einfach mal schauen, wohin die Reise geht. Ein weiteres Beispiel ist Signature Track, da habe ich gleich auf der nächsten Folie noch praktisch die Heranleitung, wofür man das braucht, da geht es darum, dass ich wirklich feststellen kann, wer sitzt denn auf der anderen Seite des Computers. Und ein letzter Aspekt, auf den ich gerne eingehen wollte, ist auch die Gamification, wobei ich das jetzt heute gar nicht mehr weiter ausdehnen kann. Im Endeffekt, hier ist eine ganz nette Übersichts-, sag mal, Folie, wo man eigentlich auf der rechten Seite vor allem die 4 Kernprobleme sieht oder Herausforderungen. Also im Endeffekt, das Ganze ist eben, jetzt kommt aus einer amerikanischen Publikation, daher vor allem eben auf Amerika gemünzt, wo eben welche großen Plattformen entstanden sind und was sich da eben entwickelt hat, unter anderem auch aus der Open-Courseware-Bewegung und eben den verschiedenen anderen Ansätzen. Und wenn man hier jetzt praktisch diese Problemkreise durchgeht, müsste sich da auch jede Hochschule oder auch jedes Bundesland überlegen in Deutschland, was eben spezielle Förderungen einführen möchte, oder auch jeder Dozent, jede Dozentin, wie sie denn die verschiedenen, sagen wir mal, Herausforderungen meistern können. Das eine ist das Geschäftsmodell.
Muss ich Geld einnehmen? Habe ich Investitionsmittel? Wir hatten vorher schon hin und wieder die Zahlen gehört, die hatten wir bei uns eben auch eruiert. Und wir hatten eben an der TÜV München vor einem Jahr festgelegt, dass wir ungefähr 50.000 Euro braucht, davon die Hälfte vielleicht für die Produktion plus minus und die Hälfte für die Betreuung, gerechnet auf TVL 13, halbe Stelle. Und, aber das sind alles Pi mal Daumenrechnungen, wo man jetzt praktisch durch die ersten Durchführungen dann sieht, gehen diese Rechnungen ungefähr auf oder nicht. Es gibt Beispiele aus zum Beispiel Edinburgh, die ganz unterschiedliche Mittel investiert haben und danach eine Teilnehmerbefragung durchgeführt haben und egal, ob praktisch der Dozent, die Dozentin niemanden unterstützt bekommen hat oder bis zu 6 oder 7 Stellen, ist man alle gleich glücklich. Jetzt ist natürlich auf der anderen Seite, ist auch überall der gleiche Learning Outcome rausgekommen und das fehlt in dieser Untersuchung und ist das dann wirklich ein nachhaltiges Modell oder ist es praktisch eine anfängliche Begeisterung gewesen. Zweiter Bereich ist ganz klar, was kann ich denn mit dieser Teilnahme dann erreichen? Bekomme ich ein Zertifikat, bekomme ich eben ein Badge, bekomme ich eine Akkreditierung von ECTS-Credits und so weiter? Das muss gelöst werden oder zumindest diskutiert werden und einfach klar kommuniziert werden, was kann ich denn mit diesem Wissen oder diesem Zertifikat, was ich vielleicht über meine erfolgreiche Teilnahme an diesem Kurs erhalte, dann wirklich anfangen. Der dritte Punkt ist, es wurde vorhin schon angesprochen, die Magie der Zahlen. Ist es jetzt gut oder ist es schlecht, dass ein Kurs mal Anmeldungen 10.000, 100.000, 20.000 hat oder ist es eigentlich völlig egal? Und darüber müssen Sie sich einfach Gedanken machen. Ist es eben eher unter dem Aspekt zu sehen, ist es, wo wir es durchaus als TÜV München sehen, eine digitale Visitenkarte, die weit gestreut werden sollte, dann brauche ich aber auch eine andere Grundgesamtheit an Plattformen, die ich vielleicht dafür nutze, die schon mal eine größere Basis haben, oder ist es was für die eigenen Studierenden zum Beispiel, dann ist es auch ganz legitim oder kann ich es auch mit dem Moodle-System als LMS, sage ich mal, einen MOOC aufsetzen. Dann mache ich halt eine allgemeine Anmeldung möglich und kann ja da dann beliebige Teilnehmerinnen und Teilnehmer zulassen, habe dann aber natürlich den Nachteil, dass ich selber das Marketing dafür betreiben muss. Und insofern möchte ich Sie einfach dazu, wie soll man sagen, anregen, sich zu überlegen, wenn Sie einen MOOC starten, ist es Ihnen wichtig, wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer Sie am Anfang bei der Anmeldung haben, wie viele Sie aktiv beim Kurs haben und wie viele dann im Endeffekt wirklich den Kurs erfolgreich, sprich mit Zertifikat, beenden oder nicht. Und wir haben da erste Erfahrungen, bei uns decken sich die Erfahrungen ungefähr auch mit dieser 1-2%-Quote, die dann bis zur Prüfung durchhalten und am Ende dann auch erfolgreich so eine Prüfung teilnehmen, die auch die amerikanischen Plattformen vorgegeben haben und auch einige deutsche Plattformen schon bestätigt haben. Der vierte Punkt, Student Authentication, da geht es einfach darum, wie kann ich sicherstellen, dass auf der anderen Seite, oder möchte ich es sicherstellen, muss ich es sicherstellen, Fragezeichen, nicht Donald Duck sitzt, Mickey Maus und vielleicht sich dann auch so ein eigenes, sage ich mal, wir nennen es immer so auf Englisch so ein Ecosystem, etabliert, dass man praktisch auf Zuruf, auf Bedarf dann auf eBay ein Zertifikat kaufen kann und dann belegt irgendjemand anderes das Verein mit seinem Namen und dann kriegt man es danach zugeschickt. Und hier sind erste Ansätze der Authentifizierung, sage ich mal, in Erprobung von den großen Plattformanbietern. Im Endeffekt wird man aber sehen, ob man da vielleicht auch andere Modelle braucht, wie meinetwegen Virtuelle Hochschule Bayern hat ja schon ein ganz gut etabliertes Modell oder eben auch einige Testing-Center, da gibt es ja für die Sprachtests von Goethe und so weiter, ja auch schon etablierte Verfahren, wo Sie sich einfach Gedanken machen müssen. Brauchen Sie, müssen Sie sicher wissen, wer auf der anderen Seite sitzt vom Rechner und wenn ja, wie gehen Sie damit um? Visionen, wir haben vorhin schon einige gehört, vielleicht auch nochmal aus meiner Sicht. Auf der einen Seite, klar, man kann nochmal mehr lernen über die Lehrenden und die Lernenden. Wieder Beispiel aus der Wirtschaft, gehen Sie Online-Shop, Amazon oder schauen Sie sich bei Google an. Die Plattformen speichern alles über Sie. Die Frage ist, ob Sie es wollen oder nicht, Sie können da auch teilweise widersprechen, aber im Endeffekt ist es wirklich so, dass jeder Klick von Ihnen nachverfolgt werden kann. Technisch auch nichts Neues, hatten wir früher bei den WBTs auch schon. Da gab es auch verschiedene Standards, um das auszutauschen. Das haben wir vor 10 Jahren schon gemacht bei diesen ganzen Web-based Trainings. Jetzt ist bloß die Frage, interessiert Sie es? Wenn Sie es interessiert, was wollen Sie damit machen? Wie gehen Sie damit um? Und wie gehen Sie dann auch wieder mit Themen wie Datenschutz, Datensicherheit und so weiter um? Also Sie müssen sich es einfach überlegen. Es ist aber ein großer Bereich, wo sehr viele Menschen, sage ich mal, große Hoffnungen und Visionen haben. Auch in dem Gesichtspunkt, dass ich vielleicht eben Auskünfte dann geben kann, was in den USA auch schon in der Probung ist. Wenn er bei der zweiten Einsendeaufgabe noch mitgemacht hat, der Teilnehmer, die Teilnehmerin, dann ist der Studienerfolg oder der Kurserfolg mit 80%. Wenn er das nicht tut oder sie, dann ist er nur noch bei der und der Quote und dann kann man auch gezielt auf die Teilnehmer, Teilnehmer, sage ich mal, einwirken, am Kurserfolg oder beziehungsweise bei diesen Einsendeaufgaben mitzumachen. Der zweite Punkt, der für uns vor allem vom Professor Kleinstäuber, sage ich mal, groß war und der jetzt hier noch nicht heute thematisiert wurde, aus meiner Sicht, das Lehrbuch der Zukunft. Selber, ich habe 99.00 Studium angefangen an der TÜV München, da gab es vereinzelt Skripte, dann gab es von der Fachschaft irgendwas auf Papier, was ich kaufen konnte, das ist in folgenden Jahren, sage ich mal, immerhin in PDF-Dokumente umgewandelt worden. Jetzt hier ist aber natürlich eigentlich das Sexy an so einem Online-System, dass ich natürlich dann auch Videos einbinden kann, Quizzes einbinden kann und das auch überall mitnehmen kann und das ist noch schon mal so ein Punkt aus meiner Sicht, dass wir einfach reden müssten, was ist zeitgemäß?
Also ist es nicht vielleicht zeitgemäß, dass ich auch begleitend zu einer Lehrveranstaltung dann eben einen MOOC habe, der gewisse Themen vertieft, der gewisse Videos, gewisse Quizzes hat, wo ich eben dann auch mal von unterwegs oder wenn ich gerade Zeit habe oder Lust verspüre oder Angst vor der Prüfung habe, dann eben mal schnell noch irgendein Vertiefungsquiz machen kann oder mich einfach selber noch mal ein bisschen einarbeiten kann. Sie haben große Reichweite bei geringer Einstiegshürde, selbstbestimmtes Lernen hat man bereits, Badges hatte ich schon, politisch vielleicht nochmal die Erklärung, in den USA wird das Thema sehr gepusht, unter anderem da Präsident Obama ist als strategisch wichtig erachtet, bis 2020 die höchste Graduiertenrate wieder einzuführen in den USA, was einfach für uns, sage ich mal, in Deutschland interessant sein könnte oder auch in der EU, wie die Themen, sage ich mal, diskutiert werden und wie wir sie da wahrnehmen sollten. Ich habe jetzt einfach mal zusammengestellt den Suchbegriff Google. Jetzt machen wir gerade vorhin, was kann ich aus so Online-Systemen ziehen? Google Trends können Sie alle selber auch aufrufen, da können Sie selber nachschauen, wie oft wird ein Suchbegriff bei Google eingegeben. Und jetzt hier zum Beispiel das Thema MOOCs in den USA, also man kann auch da nach Ländern und Regionen filtern. Jetzt habe ich hier einfach mal angegeben, 1.1.2012 bis 2014 und es deckt sich so ein bisschen, was wir vorhin gehört haben, dass in den USA jetzt hier die Kurve aktuell zumindest, das kann auch schnell wieder aufwärts gehen, gerade wieder ein bisschen runter geht, aber an sich eben, sage ich mal, seit Sommer 2012 durchaus ein Thema ist. Wenn man es jetzt in der Welt anschaut, ist es so, dass wir hier eine gewisse Verschiebung der Grafik haben, was ja ganz spannend ist. Und das Spannende ist, persönlich fand ich natürlich immer auf Deutschland zu schauen. Und hier ist eigentlich erst, sage ich mal, ab Beginn 2013 überhaupt nach dem Thema gesucht worden bei Google. Und man sieht dann hier schon einen großen Hype beim Stifterverband Iversity-Wettbewerb, wo ich sage, das war sicherlich sehr beflügelnd für das Thema in der deutschen Diskussion, wo man jetzt einfach gucken muss, wie geht die Sache denn weiter. Aber wir sehen auch heute, dass wir uns heute hier alle treffen, dass es auf der einen Seite interessant ist, weil man sich doch noch offline treffen mag, was auch ein bisschen so meine Quintessenz bei diesen ganzen Kursen ist, weil man einfach ins Gespräch kommen mag. Auf der anderen Seite aber das Thema doch immerhin die Diskussion voranführt, wie kann man denn eben die Digitalisierung vorantreiben. Den kennen Sie vielleicht auch schon, das ist nach Gartner nachempfunden, dieser MOOC-Hype-Cycle. Und das ist einfach die Frage, wo sind wir gerade? Sind wir eben vielleicht noch hier bei diesem Plateau der sag ich mal, zu vielen Erwartungen oder geht es eben runter ins Tal der Tränen oder kommt man dann irgendwo auf so ein Plateau der Produktivität, wo es eben darum geht, was ist denn wirklich die Quintessenz des Begriffs MOOC, sprich der Digitalisierung der Lehre, sage ich mal im überspitzten Sinne, wo Sie dann auch wirklich in den Hochschulen sinnvoll einsetzen können oder wir alle dann auch einen Mehrwert sehen. Einsatzmöglichkeiten, vielleicht, dass man es erwähnt hat, da war der vorige Beitrag von Präsident Jeckel sehr schön mit den verschiedenen Gestaltungen, nur kurz von mir eben noch, wir sehen klares Potenzial bei den Vor- und Brückenkursen, Weiterbildung ja, wobei Weiterbildungsmarkt in Deutschland sehr schwierig ist, grundständige Lehre ja, klar, unterstützend als neuer Kanal, womit ich eben Teilnehmer und Teilnehmer unterstützen kann, bei der Stange halten kann, motivieren kann, für Teilzeitstudiengänge könnte es sehr spannend sein. Marketinginstrument wurde vorhin kurz angesprochen, auch klar, ja, also im Endeffekt ist es wirklich sowas, wie kann ich auch eben, wir hatten es vorhin, das German Engineering nach außen tragen, wie kann ich denn sonst auch eben die deutsche Hochschullandschaft weiter international bekannt machen und es ist richtig, dass andere Staaten eben zum Beispiel in der Schweiz sehr viele jetzt nach Afrika gehen, um eben dort dann auch wirklich französischsprachige MOOCs anzubieten, unter anderem auch die IPFL in Lausanne und da ist einfach die Frage, interessiert sich denn andere Nationen eben auch für Inhalte aus Deutschland, wo ich und wo wir als TUM und praktisch davon überzeugt sind, dass dem der Fall ist. Und da gibt es eben dann verschiedene Herangehensweisen. Also von wegen, machen Sie es in deutscher Sprache mit Untertitel, ohne Untertitel, machen Sie es auf englischer Sprache und so weiter. Und da gehe ich gleich noch kurz drauf ein. Ich verzichte jetzt kurz auf die Live-Demo. Sie haben vorhin Videos gesehen, jetzt vielleicht nur hier so kurz, wie so eine Plattform aussieht. Im Endeffekt, Sie können sich auch jederzeit dort anmelden. Das ist jetzt ein Kurs von uns bei Coursera. Wir haben auch welche auf edX, also da einfach im Internet anmelden, kostet nichts. Sie haben hier links so eine Struktur, wie so ein Kurs strukturiert ist, sehr ähnlich wie ein Moodle, ein bisschen hübscher vielleicht aufgebaut, aber sehr ähnlich. Und haben dann hier die einzelnen Wissensinhalte, wo eben dann Videos hinterlegt sind. Wie schaut so ein Video aus? Im Endeffekt frei gestaltbar. Es gibt da inzwischen verschiedene, sagen wir mal, Good Practices mit von oben filmen, mit Tablets, mit selber Handzeichnen und so weiter. Aber da ist praktisch dem Dozenten, der Dozentin alles freigestellt. Auch von wegen in welcher Qualität, ob es einige überlegen, auch schon in 3D zu produzieren, was momentan noch nicht so, sage ich mal, den Anklang findet. Aber auch da sind wieder der Technologie und dem, sage ich mal, Einsatz keine Grenzen gesetzt. Sie selber müssen praktisch gucken, was ist mit sinnvollen Kosten machbar und umsetzbar. Und das eigentlich Spannende dann wieder, wo wir jetzt über Analytics sprechen, hier unten der Faktor, also ich kann jetzt inzwischen eben auch das Video schneller oder langsamer abspielen, zwischen Faktor 0,5 und Faktor 2. Der Ton wird nicht wie früher am Videorekorder nicht angezeigt, sondern wird eben dann etwas verzerrt dargestellt und viele Studierende hören sich einfach so Videos, da gibt es jetzt Statistiken beim Faktor 1,25 oder Faktor 1,5 an. Das heißt praktisch, wo man dann dem Dozierenden Rückmeldung geben kann, vielleicht sollte er nächstes Mal ein bisschen schneller sprechen oder sie oder Sachen ein bisschen anders gliedern, was ja auch ganz spannend ist.
Spannend da auch wiederum, wie lange werden Videos nachverfolgt? Im Endeffekt gibt es eben die Statistiken, dass die beste Aufmerksamkeitsquote zwischen 6 und 8 Minuten der Film dann nur hat. Weil danach, also spätestens nach 15 Minuten wird normalerweise weggeklickt, also auch sowas ist interessant, was wir früher bei den ganzen Themen, sage ich mal, E-Learning nicht bedacht hatten, zumindest aus meiner Sicht, und eben auch bei sowas wie Vorlesungsaufzeichnung nicht bedacht wurde bisher. Also daher ist es schon interessant, also einen gewissen technischen Analyse-Feedback-Kanal zu haben und eben da dann analysieren zu können, wie ist denn das Verhalten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wobei man natürlich auch immer ehrlich sagen muss, man weiß nicht, diejenigen, die abgebrochen haben, ob die dann besser bestanden haben oder nicht. Also es ist ja sowas, das eine, wie hätte ich es gerne aufbereitet, aber das andere, was möchte ich vermitteln? Wir hatten es vorhin eben auch mit dem Nürnberger Trichter. MOOC ist aus meiner Sicht sicherlich kein Nürnberger Trichter. Den haben wir leider generell einfach noch nicht oder wahrscheinlich werden wir nie haben, aber einfach von der Idee her, man muss sich immer fragen, was kann man eben verbessern, wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn. Hier diese gelben Einschnitte wären dann in dem Video praktisch Quizzes, die da fest eingebunden sind, wo man schon ein bisschen in dieses Personalized reingehen. Also im Endeffekt, das Video hält an, ich kann dann Auswahlfeld was anklicken und ich kriege vom System sofort ein Feedback, ist richtig, ist falsch. Könnte in der Theorie dann auch gewisse andere Videos hinterlegen, macht man momentan nicht, weil es einfach ein riesiger Aufwand ist, aber technisch wäre sehr vieles möglich, wo einfach die Frage ist, wie viel Aufwand möchte ich eben hineinstecken. Es gibt Foren, das ist noch so ein Element, wie gehe ich denn mit den großen Mengen um, überhaupt nichts Neues, nett in diesen Plattformen, vielleicht was Neues oder halt in anderen Internetforen vorher auch genutzt wurde, dass die Studierenden abstimmen können oder die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welcher Beitrag ist wichtig und die Dozierenden beantworten dann nur noch die wichtigsten. Also wo man dann sagt, okay, ich beantworte die 3 wichtigsten Beiträge, die Studierenden oder Teilnehmer eben voten dann und dann wird eben die Antwort eingestellt. Herausforderungen. Ganz klar Datenschutz in Deutschland, wo man einfach darüber reden muss. Wir haben Landesdatenschutzgesetze, wo man einfach dann schauen muss, wenn ich es verpflichtend in die Lehre einbinden möchte an der jeweiligen Hochschule, muss ich gewisse Regularien treffen, muss ich auch schauen, wo liegen denn die Lerndaten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wenn ich es als optionales Angebot habe, ist es gewisserweise an einigen Stellen leichter, aber da muss man sich praktisch Gedanken machen. Vorhin auch bereits erwähnt, Zielgruppen, ganz, ganz wichtig. Wen möchte ich überhaupt erreichen mit dem Angebot? Geht es um eine Weiterbildung? Geht es um eine Einbindung ins grundständige Studium? Geht es um auch wirklich um Masterkurse, die abgehalten werden sollen. Wie ist das Geschäftsmodell und die Vertragsgestaltung? Muss ich Einnahmen generieren? Kann ich eine schwarze Null? Darf es auch einfach nur mal Investitionskosten sein und dann nichts? Weil es auch irgendwo darum geht, was sind denn die Plattform oder die Betriebskosten von so einer Plattform? Wie schaut es mit der Nachhaltigkeit aus, dem sogenannten Login-Effekt? Login heißt, wenn ich da mal auf so einer Plattform bin, bin ich dann festgebunden an diese Plattform oder kann ich da irgendwie per Export auch meine, sage ich mal, Erfahrungen auch wieder rausziehen oder meine gespeicherten Daten? Allgemeiner Punkt, einfach philosophisch eher zu sehen, wie viel MOOCs belegt man, schafft man parallel? Vielleicht auch Sie, um kurz einzubinden, wer hat denn schon mal MOOC belegt? Boah, ich würde mal sagen 30-40%. Wer hat ihn auch bis zum Ende belegt? Oh, eher so 10 der Teilnehmer und Teilnehmer. Also das ist, glaube ich, so wirklich die Frage und dann schaffe ich dann auch mal 2 oder 3 zu belegen. Und hab früher auch mal nach dem Studium oder während dem Studium auch Unternehmen gearbeitet und da war es dann so, da wurde E-Learning gerade frisch eingeführt und das war ganz sexy, die haben dann praktisch so ein Hotel-Bitte-nicht-stören-Schild mit in die E-Mail gehängt, wo es praktisch angekündigt wurde. Und ich glaube, der meiste Fehler, der gemacht wird, ist, dass man sagt, ah, dann mache ich halt abends noch schnell den Kurs. Es ist, kostet aber zeitaufwendig, es ist, kostet Konzentration und ich muss mir einfach untertag die Zeit nehmen und das ist, glaube ich, die Gefahr, die immer in die E-Learning und jetzt auch in MOOCs reinprojiziert wird, dass es einfach dann nebenher läuft und so ist es sicherlich nicht so, weder auf der Seite der Anbieter noch auf der Rezipientenseite. Unterstützung Dozierenden ist auch ganz, ganz wichtig, eben unter anderem Urheberrechtsfragen, wie ist es denn bei der Lizenzierung von Kursen, was ist, wenn Dozentin, Dozent dann die Hochschule verlässt, zu einer anderen Hochschule geht, nehmen den Kurs mit, bleibt die Rechte bei der Hochschule oder und so weiter, das muss man sich einfach überlegen und regeln, alles regelbar muss man machen und eben der letzte Punkt, Anerkennung Studierendenzertifikate und Studienleistungen. Positiv, ich finde es toll, dass wir einfach darüber reden können. Endlich reden wir mal drüber und es kommen auch schon Dozierende auch zu mir. Wir hatten jetzt vor 3 Wochen wieder einen Workshop bei uns an der TU München. Da kamen über 20 Professorinnen und Professoren, die sich jetzt einfach für das Thema interessieren. Und deswegen finde ich es toll, dass es da gerade einen Hype gibt. Also ganz positiv, Sie sind alle gerade da, weil es hier einen Hype gibt. Was Sie daraus machen, ist wieder eine andere Frage und ob wir dann große Förderprogramme brauchen oder ob, was auch immer. Aber wir unterhalten uns darüber, wie können wir die Lehre verbessern. Es geht nicht nur, natürlich auch um exzellente Forschung, aber es geht jetzt in dem Fall einfach, wie kann ich exzellente Lehre machen und der Lehre noch besser machen, noch besser, sage ich mal, in die Breite auch treiben vielleicht und da einfach Visionen entwickeln, wo geht die Reise hin. Die Diskussion, was ich einsparen kann, ist aus meiner Sicht die falsche. Wir als TUM sehen uns als Präsenzuniversität und ich denke, Universität Stuttgart genauso. Aber
Vielleicht ist es eben nette Add-on-Möglichkeit, wo man eben neue Wege gehen kann oder auch interessante neue Netzwerke gehen kann. Wir hatten es gerade eben schon mit den Kooperationen. Ich habe jetzt praktisch hier noch eine Folie, wo ich mal den TUM-Weg zusammengefasst habe, als vorvorletzte Folie, wo es praktisch darum geht, was haben wir bisher gemacht? Wir haben uns letzten März dazu entschieden, also praktisch 2013, nicht exklusive Partnerschaften, das war uns wichtig, mit den beiden amerikanischen Plattformen Coursera und edX abzuschließen. Jederzeit kündbar, mit kurzer Kündigungsfrist. Diese Plattformen wollen gerne eben dann Zweitlizenzierungsrechte haben für den Zeitraum, den wir eben dann geben für unsere Inhalte. Und es gibt so, sagen wir mal, so eine Art, falls mal Einnahmen entstehen sollten, gewisse Sharing-Modelle. Können wir alles gerne noch im Detail tiefer diskutieren. Heute ist für den Impuls leider die Zeit etwas knapp. Im Endeffekt ist es interessant, dass diese Plattformen ja momentan auch noch sehr viel, sage ich mal, das eigene Geschäftsmodell suchen und auch noch nicht kennen. Also sie wissen gar nicht, was können sie wo verdienen, wie können sie zumindest schwarze Null schreiben. edX ist ja eine praktisch Non-Profit-Organisation, die auch über 100 Personen inzwischen hat, Beschäftigte, die dann auch im Monat um die, sage ich mal, 2 Millionen Dollar wahrscheinlich kosten. Das heißt, ich kann auch ausrechnen, was kostet es im Jahr. Sie haben 100 Millionen zur Verfügung. Wie lange reicht diese Kapitalausstattung? Wie geht es dann weiter? Wobei bei edX es interessant ist, dass sie den Plattformcode als Open Source zur Verfügung stellen. Das heißt, Sie können sich den auch mal runterladen, mal installieren, mal schauen, was andere Plattformanbieter nicht haben. Der Nachteil natürlich, wenn Sie es selber betreiben wollen, wenn da plötzlich, sagen wir mal, 5.000 Teilnehmer parallel draufklicken. Vielleicht kennen Sie es von Ihren Studenteninformationssystem, Campus-Management-System. Da brauchen Sie schon Server, da brauchen Sie einen Support, da brauchen Sie Leute, die sich um Sicherheit kümmern, Wartung und so weiter. Und das ist da nicht ganz trivial und muss man es einfach bedenken. Wir haben eine zentrale Koordination dafür eingeführt, im Präsidialstab bei uns, mit der Produktion im Medienzentrum, haben da auch sogenannte MOOC-Studios eingerichtet und eine Beratung über unser Prolehre-Team, die generell hochschuldidaktische Beratung machen. Wir haben 250.000 Euro in die Hand genommen und gesagt, okay, das stellen wir jetzt dann zur Verfügung zur Produktion und Durchführung von 5 hochqualitativen MOOCs. Es gibt auch noch ein paar weitere, aber das ist einfach mal so eine Grundfinanzierung. Wir arbeiten mit verschiedenen, sage ich mal, Partner- und Partnerorganisationen zusammen. Auf der einen Seite eben auch im Eurotech-Verbund, das ist ein europäischer Zusammenschluss zwischen der EPFL in Lausanne, der DTU und der TU Eindhoven, also DTU in Kopenhagen und auch eben im TU9-Verbund. Wir hatten es ja vorhin schon vom Rektor Ressel gehört gehabt, praktisch, wo es eben da auch Überlegungen gibt. Ich habe es jetzt hier noch mit T-Systems Telekom, aber es gibt da durchaus Überlegungen, in welche Richtung man da jetzt geht. Und versuchen auf der anderen Seite aber auch zu überlegen, wo kann man den MOOCs, die andere produziert haben, bei uns einbinden. Und das ist eben so ein Punkt mit dem Pilotprojekt Guided English Self-Studies, wo es darum geht, dass unsere Studierenden einen MOOC belegen dürfen und dann Credits bekommen für eben zum Beispiel englische Sprachkenntnis, die sie mit diesem MOOC belegt haben oder erworben haben. Also praktisch, da geht man vorhin zum Sprachenzentrum, spricht mit einem Mentor dort durch, was möchte ich denn machen, was ist mein Learning Outcome und was geht es da überhaupt, passt es eben zum Erlernen der zum Beispiel englischen Fachsprache und dann am Ende geht man wieder hin, wenn man erfolgreich war und spricht es dann durch und dann bekommt man auch gewisse Credits, 3 oder 5 Credits dafür. Einfach nur so auch mal die Vision an Sie oder die Überlegung, denken Sie mal drüber nach, wo können denn Ihre Studierenden davon vielleicht noch profitieren über so andere, sage ich mal, Online-Angebote. Qualitätsmanagement haben wir bei uns eingeführt und ein Editorial Board, wo eben die Vizepräsidentin für Studium und Lehre mit dabei ist, der Vizepräsident Diversity and Talent Management und ich. Und praktisch da haben wir haben Anträge, wo dann die Dozierenden, die gerne was machen wollen, kurz beschreiben müssen, was ist ihr Konzept dahinter, was wollen sie wie machen. Und das wird eben dann da genehmigt oder auch eben nicht genehmigt. Weil man muss auch ehrlich sein, nicht jeder, der gerne so einen MOOC produziert haben möchte mit, sage ich mal, Seed Money, ist auch immer im Sinne der Hochschule, sage ich jetzt mal ganz überspitzt, dass die Person das macht. Und da müssen Sie einfach selber auch sich überlegen, ist es so, jeder, der schreit, darf oder nicht oder wie, da braucht man sich einfach gewisse Policies und muss sich Gedanken drüber machen. Das ist jetzt gerade so eine Liste von unseren aktuellen MOOCs. Computer Vision, gerade gelaufen. Grundlagen Unfallchirurgie, da sind wir sehr gespannt darauf. Da geht es praktisch darum, einen medizinischen MOOC, der gerade schon fast fertig produziert ist, dann mit deutscher Sprache, englischem Untertitel. Der erste MOOC von Professor Kleinschimmer war auf deutscher Sprache, auf der amerikanischen Plattform Coursera. Also es war einfach so ein Pilot, den auch Coursera gerne mit uns machen wollte, wo einfach auch interessant ist, wie ist denn, sage ich mal, wie kommt so ein Kurs an? Und da muss man einfach gucken, weil wir es vorhin auch im Vorfeld hier mal diskutiert hatten, Internationalisierungsstrategie, bei uns ganz klar, Masterstudiengänge möglichst englischsprachig und da haben wir auch so ein Timeframe, wo wir uns dorthin bewegen wollen. Und da gibt es einige Fakultäten, die schon sehr weit sind, andere Fakultäten noch nicht so weit und es ist natürlich auch spannend für Incomings, Vorwissen zu vermitteln über solche MOOCs, auch eben auch vielleicht 2 Sprachen oder eben dann auch für die eigenen Studierenden Wissen auf eine Sprache zur Verfügung stellen und auf der anderen dann zu vertiefen zu können. Wenn Sie sich generell weiterbilden wollen oder anschauen wollen, was wir als TU München machen, hier ist unser Link. Ich stehe natürlich zu Fragen und weitere Diskussionen sehr gerne zur Verfügung. Ich freue mich, dass wir heute hier in diesem Forum einfach mal diskutieren können, wo könnte die Reise hingehen. Würde allerdings dafür warnen, einfach einen
Hauptweg zu suchen. Ich glaube, den gibt es einfach nicht. Es ist so schnelllebig und es gibt jedes Jahr neue oder jeden Tag neue Möglichkeiten und auch neue Kooperationen und auch große soziale Netzwerke organisieren sich da jetzt plötzlich mit und andere. Und ich glaube, da ist ein sehr volatiler Markt, wo wir einfach schauen müssen, was macht aus unserer Sicht in der deutschen Hochschullandschaft Sinn und wo kann man eben dann auch über Föderalismusgrenzen vielleicht hinweg zusammen was machen oder eben dann auch sagen, okay, man macht es halt auf Bundeslandsebene, aber ich denke, es hilft uns allen weiter. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.